Ihr wollt schon immer mal wissen, wie ein Zimmer im Santa Fe aussieht? Ich habe jetzt eingecheckt und zeig's euch. So, also wenn man in die Tür reinkommt, habt ihr zur rechten Seite direkt das Bad, da gehe ich gleich rein. Zur linken Seite eine kleine Garderobe, wo ich mich schon ausgebreitet habe und einen Safe. Das war es auch schon mit dem Schrank. Also Stauraum ist zum Aufhängen nicht mehr viel da. Gehen wir erstmal ins Bad. Was ich richtig toll finde, ist dieser große, gut beleuchtete Schminkspiegel. Hallo. Genau. Föhn. Eine kleine Seife. Und eine Badewanne, Dusche. Das Santa Fe hat ja das Cars-Motto, deswegen seht ihr überall Flaggen vom, wie heißt das denn? Ja, vom Rennsport, die Flaggen, genau. Und da sind auch die Disney-Duschgel. So, wenn man weitergeht, also das Zimmer ist jetzt nicht weltbewegend groß, so viel kann ich euch gar nicht zeigen, aber um euch einen Eindruck zu geben, genau, es gibt zwei Doppelbetten, standardmäßig in jedem Zimmer, also ihr könnt bis zu 4 Personen in einem Zimmer schlafen. Ihr zahlt dann auch den gleichen Preis, also sagen wir mal, eine Nacht kostet 200 Euro beispielsweise, dann ist es egal, ob ihr alleine in dem Zimmer schlaft oder zu viert. Genau, also wie gesagt, zwei Doppelbetten, 1,40 breit, überall das Cars-Thema, da ist ein Bild, sieht man jetzt so schlecht, weil es so spiegelt. Ja, so, dann oben die Bordüre mit Cars. Und auch die Lampen an der Wand. Ein Telefon und ein kleiner Nachttisch. Was mir immer sehr fehlt in den Disney-Hotels, sind Steckdosen. Also da ist jetzt eine und unterm Bett ist, glaube ich, auch eine. Ach, da hinten, da ist auch noch eine. Aber ich finde, es sind definitiv zu wenig Steckdosen. Also wenn ihr könnt, bringt euch ein Verlängerungskabel mit oder so. Ja, und halt einen Fernseher und hier habt ihr noch ein bisschen Stauraum. Ja, das war's im Prinzip. Also klein, kompakt und süß. Ja, das war die Roomtour im Santa Fe Standardzimmer. Es war jetzt kein langes Video, aber ich wollte euch trotzdem mal einen Eindruck geben, wie es hier in so einem Zimmer aussehen kann, im Disney Hotel. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar, wenn ihr gerne Fragen habt, fragt mich ruhig etwas. Ich antworte euch gerne drauf. Und ansonsten über ein Abonnement würde ich mich auch freuen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!